Zeuge Josef Zimmermann, Israel. Werkzeugschlosser, 68 Jahre. 140. Verhandlungstag, 4.3.1965. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme, zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja. Wann sind Sie denn nach Auschwitz gekommen, Herr Zimmermann? Genau weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, November war es vielleicht. November 19... November 1943. 1943. Ja. Wo sind Sie denn verhaftet worden? Im Schemmissel. In Schemmissel. Und wie lang blieben Sie denn in Auschwitz? Wann sind Sie wieder dort herausgekommen? Wir sind im Mai nach Bobrik haben wir geblieben. Im Mai sind Sie nach Bobrik gekommen? Ja. Und wie lang blieben Sie in Bobrik? Bis Januar. Januar, genau. Bis zum Januar 1945. 45, ja. Wo wurden Sie denn untergebracht, solange Sie in Auschwitz oder in oder in Birkenau waren? Sie waren in Block 11. In Block 11. War das in Birkenau? Ja. Ja. Und kannten Sie die anderen Zeugen, die wir heute von diesen Block 11 gehört haben, zum Beispiel den Herrn Schwarzbaum oder den Herrn Steinfeld oder den Herrn Preston oder den Herrn Woloski, kannten Sie die dort? Ja, wir waren alle zusammen. Sie waren alle zusammen. Und Sie sagten, Sie sind etwa im Mai 1944 nach ja. Bobrik gekommen. Ja. Kamen da alle diese Herren auch mit nach Bobrik? Ja, ja. Oder waren einige krank, dass sie erst später hingekommen sind? Nein, nein, wir waren, das ganze Kommando ist auf einmal. Auf einmal hingekommen. Mhm. Nun, wissen Sie noch, wie der Blockälteste hieß von dem Block 11? Emil Bednarek. Wieso kennen Sie seinen Namen? Der Name war sehr bekannt. Er war sehr bekannt. Sehr bekannt. Und wie sind Sie denn auf diesen Namen gekommen? Wer hat Ihnen denn den Namen genannt? Ich war da dort, ich habe gelebt in dem Block. Sie haben gelebt in dem Block. Sie haben ihn vermutlich von anderen Häftlingen erfahren, dass andere Gefangene Ihnen den Namen genannt haben. Nein, wir wussten doch, dass der Name war bekannt in der ganzen Lage. Das war ein Strafblock. Ein Strafblock. Ja, das war... Nun, wieso kamen Sie denn auf den Strafblock? Haben Sie was angestellt gehabt? Nein. Und warum kamen Sie trotzdem dorthin? Die Verwaltung von Siemenswerk. Die Verwaltung von Siemenswerk ja. hat Sie auf den Strafblock gebracht? Ja. Warum hatten die was Böses mit Ihnen vorgehabt? Nein. Sondern? Die wollten uns alle zusammenhalten, dass wir sich auch besser ernähren. Und nicht außer Kommando gehen soll. Nun sagen Sie, wurde man denn auf dem Strafblock besser ernährt als anderswo? Das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Also war das doch kein Grund, weshalb man Sie auf den Strafblock gebracht hat? Dass wir nicht mit einem anderen Kommando ausgehen sollen. Wir waren Sie sollten nicht ausrücken zu anderen Kommandos. Ja. Nun, die Leute, die auf dem Strafblock waren, die sind aber doch auch auf Arbeit ausgerückt. Die hatten doch auch Arbeitskommandos. Das war ein ganz anderes Kommando. Ja, aber die lagen auch auf Block 11. Wir sind nicht zusammen ausgegangen. Sie sind nicht zusammen ausgegangen. Nein. Nun, da waren Sie also den ganzen Tag im Lager selbst? Nein. Wir haben diese Abteilung gebaut für Bobrik, das heißt für Siemens in Bobrik. Für Siemens gebaut. Aber da sind Sie doch nachher zu diesem Zweck auch nach Bobrik in ein Lager gekommen. Das dauerte bis mit dem Lageraufbau. Aha. Und wie lang war denn der Aufbau ungefähr? Sechs Monate. Mussten Sie dorthin marschieren nach Bobrik oder wurden Sie gefahren? Mit Transportwagen sind Sie hingekommen. Ja. Nun, Sie sagten, besser sind Sie nicht ernährt worden in dem Lager 11, in dem Block 11 wie die anderen Häftlinge. Nein. Nein. Nun, war denn das vorgesehen, dass Sie dort besser ernährt werden sollten?
Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Nein, das wissen Sie nicht. Hat man denn darüber gesprochen? Man hat gesprochen, dass wir werden bekommen, besser zu essen und wir werden auch geschont werden. Ja. Haben das vielleicht die Ingenieure gesagt oder die Zivilisten von Siemens? Oder woher wissen Sie das? Man hat so gesprochen, ich erinnere mich nicht ganz genau. Sie erinnern sich nicht ganz genau. Also Sie sagten, Sie sind nicht besser ernährt worden. Und nein, vor dem Sie nun an dem Aufbau begonnen haben, mussten Sie da im Lager bleiben? Ja. Ja. Wenn die anderen morgens ausgerückt sind, blieben Sie im Lager drin? Nein, wir sind ja auch ausgegangen zum DS. So. Ja, nun dieser Bau fing ja nicht sofort an, sondern, oder haben Sie sofort angefangen zu arbeiten, als so, Sie... Ja? Sofort, ja. Sofort. Sofort. Nun, sagen Sie, Herr Zimmermann, wenn Sie im Lager waren, haben Sie da Feststellungen machen können, wie der Block Elste-Betnarek sich den Gefangenen gegenüber aufgeführt hat? Das, wie wir von der zurückgekommen, von der Arbeit... Ja. Dann war es viel schlimmer wie auf die Außenkommando, wie auf die Arbeit. War es schlimmer wie auf dem Außenkommando? Ja. Und warum war es schlimmer? Was passiert? Weil man jede Regel weiß man doch nicht, was es kommt vor. Weil, das habe ich jetzt nicht verstanden. Weil man? Weil man nicht, weil jeder Moment weiß man nicht, was vorkommt. Man weiß nicht, was im nächsten Moment vorkommt. Und was kam denn vor? Was für eine Laune der Herr Betnarek gehabt hat. Was für eine Laune der Herr Betnarek gehabt hat. Ja. Nun wollen wir mal annehmen, er hätte schlechte Laune gehabt. Was kam denn da vor? Dann ist man bis zum Tode geschlagen worden. Ist man bis zum Tode geschlagen worden? Haben Sie auch einmal Schläge bekommen? Auch, ja. Sie haben auch Schläge bekommen. Ja. Warum? Was war denn der Grund dafür? Kein Grund. Kein Grund? Nein. Und bei welcher Gelegenheit bekamen Sie denn die Schläge? Das war bei Läusekontrolle und... Läusekontrolle? Ja, und beim Appell ausgehen und so weiter. Beim Appell antreten, ja? Antreten, ja. Nun, Sie sagen, wurde man geschlagen bis zum Tode. Haben Sie denn gesehen, dass jemand totgeschlagen wurde? Zwei Fälle habe ich. Zwei Fälle haben Sie gesehen. Wollen Sie uns diese beiden Fälle einmal näher schildern? Ein Fehler habe ich gesehen, wenn ein Pole, ich weiß nicht von wo, der ist in Straflage angekommen, in so Elbe-Block. Und der Herr Benarik hat ihn auf den Hof genommen und hat ihn zum Tode geschlagen. Ja, wo standen Sie denn da, wie das passiert ist? Ich habe nur gesehen, wie er schon auf dem Boden gelegen ist. Und hat einen Befehl gegeben, dass man uns soll in den Waschraum hineinnehmen und mit kaltes Wasser abschwenken. Ja. Nun sagen Sie, wo und haben Sie da gestanden, wie Sie das gehört? Ist er schon nicht mehr zum Leben aufgekommen. Bitte schön? Er war schon nicht mehr am Leben. Nun, wo haben Sie denn gestanden, wie das geschehen ist? Wir sind rausgegangen zum... Das heißt, wir haben gehabt diesen Waschraum. Sie mussten den Waschraum in Ordnung halten? Ja. Ja? Ja. Und deshalb waren Sie im Waschraum, wie das geschah? Ja, damals war ich das. Ja. Und haben Sie den Mann auch gesehen, wie er in den Waschraum getragen wurde? Ja. Wer hat ihn denn dorthin getragen? Von uns, das war genannt Häftlinge. Ja. Und wir können... Bitte? Auf der Aufsicht im Stubendienst. Auf den Befehl Emil Betnarek und Aufsicht im Stubendienst. Wer hat denn den Stubendienst damals gemacht? Wer war denn das? Im Namen, weiß ich nicht. Den Namen wissen Sie nicht mehr. Ja. Und haben Sie mitgetragen an dem Mann? Ich selber nicht. Sie selbst nicht. Kennen Sie keinen mehr von den Leuten, die den Mann weggetragen haben? Nein. Nein. Warum hat er denn mit diesem Mann so diese bösen Sachen getrieben? Was hat denn der gemacht gehabt? Das weiß ich auch nicht. Das wissen Sie auch nicht. Womit hat er denn den Mann geschlagen? Mit einem Stock. Mit einem Stock.
Oder war es ein Schaufelstiel? Ein Stock. Ein Stock. Und wann war es gewesen, ungefähr? Das war eine Winterzeit, genau. In der Winterzeit. Nun, Sie waren ja nur ein Winter dort, in dem, ja, in dem, ja, Block 11. Ja. Es muss also im Winter 43 auf 44 gewesen sein. Ja. Ja. Wissen Sie, ob es um die Weihnachtszeit war? So, jener Februar, ich weiß nicht ganz genau. So genau wissen Sie es nicht mehr. Sie haben den Mann gesehen, als der gebracht wurde? Das ist in Block gebraucht, das ist reingekommen im Block und der ist gleich auf dem Hof herausgeführt worden. Und dort hat man ihn totgeschlagen. Haben Sie das auch mit eigenen Augen gesehen? Ja. Ja. Und als der Mann nachher in den Waschraum gebracht wurde, haben Sie das auch gesehen? Er war, wenn der Mann war schon im Waschraum, das habe ich schon gesehen. Er war schon im Waschraum? Ja. Und war er da tot? Bitte? War er tot? War er tot. War er tot. Und können Sie uns sonst noch etwas erzählen über das Verhalten von dem Angeklagten Bednarek? Ja. Ach so. Der Herr Bednarek hat immer uns gequält, hat verschiedene Tortursachen ausgesucht, Rollen, Biegen sich und noch so viele andere Sachen. Hat er das Sporttreiben genannt? Das, wie man nennen sollte, also das Sporttreiben oder Quälen. Ja. Ja, ich meine, hat er es so genannt? Hat er gesagt, Gymnastik oder Sport machen? Er hat das genannt, Sport. Das Sport war machen hat er es genannt. Es war eine Quälerei für Sie. Ja, nun wollten Sie uns noch einen zweiten Fall erzählen, wo ein Mensch dabei getötet worden ist. Was war das für ein Fall? Das waren zwei junge Burschen, nicht eine, zwei waren getötet. Bei so einem, erst haben wir diese Gymnastik gemacht und dann hat er zwei junge Leute genommen, hat gesagt, eines und zweiten, dass deine Mutter, das nicht in Ordnung war, so weiter. Und hat gezwungen, dass einer und zweiten schlagen soll. Er hat sich zwei junge Leute vorgenommen und hat dem einen jungen Mann gesagt, der andere hätte seine Mutter beleidigt. Ja. Ja. Und hat sie dazu gebracht, dass sie sich geschlagen haben. Ja. Und was hat er dann gemacht? Na, haben sie doch nicht wollen sich schlagen. Sie wollten sich nicht schlagen. Da hat er sie fertig gemacht, der Herr Bednarek. Er hat sie fertig gemacht. Ja. Und wieso hat er sie denn fertig gemacht? Da hat sie so lange geschlagen, bis sie nicht mehr, die sind Ohnmacht geworden und nicht mehr zum Leben gekommen. Bis sie in Ohnmacht gefallen sind? Gefallen und nicht mehr zum Leben gekommen. Und wieso wissen Sie, dass sie nicht mehr zum Leben gekommen sind? Das war doch bei uns. Man hat sie gleich dort, es war so eine kleine Totenkammer. Und man hat sie in diese Totenkammer gebracht. In die Totenkammer sind sie gebracht worden? Nicht etwa in ein Krankenrevier? Nein. Nein? Nein, in eine Krankenstube nicht, nein, sondern in die Totenkammer. Totenkammer. Haben Sie das gesehen? Ja. Und standen Sie auch dabei, wie die beiden jungen Leute sich geschlagen haben? Oder ja, sich, ja, die wollten sich nicht schlagen. Sie wollten sich nicht schlagen. Wie weit waren Sie denn entfernt von diesem Ganzen? Ich weiß nicht, 5 Meter. 5 Meter. War denn das anlässlich eines sogenannten Sportmachens? Ja, bei ja? Sport, ja, bei der Sport, ja. Und hatten die beiden jungen Leute denn irgendetwas getan, dass er gerade auf den Gedanken kam, nein, sie zu schlagen? Oder nein, sie? Nein, nein. Nein, die hat nichts getan. Nein. Und wo war die Totenkammer? Können Sie uns das näher schildern? Die war gleich in einer Ecke, wo das Badezimmer war. Wo das Badezimmer war? Ja. Da war auch die Totenkammer? Ja. Sind da noch mehr Tote hingebracht worden in diese Totenkammer? Haben Sie das öfter gesehen? So öfter habe ich das nicht gesehen. So öfter haben Sie es nicht gesehen. Und wie Sie nachher nach Bobrek gekommen sind, war es da besser mit der Behandlung wie im Block 11? Ach, das ist kein Vergleich. Das ist kein Vergleich gewesen? Kein Vergleich, diese Leitung von Siemens, das
Wir sind sehr dankbar und wir können auch, sind auch, ich weiß nicht, wie das sich auszudrücken, dass wir beim Leben geblieben sind. Sie sagen, Sie sind der Leitung von Siemens sehr dankbar und Sie glauben, ja, dass das der Grund das war, weshalb Sie überhaupt am Leben geblieben sind. Ja, das ist es. Und Sie haben gar keinen Zweifel, dass diese beiden Fälle, die Sie uns eben geschildert haben, sich so abgespielt haben, dass Sie das so gesehen haben und Sie sich nicht irren? Nein, ich irre mich nicht. Sie kannten doch diese Zeugen, die wir jetzt heute vernommen haben, den Herrn Schwarzbaum zum Beispiel. Ja, wir waren alle zusammen in einem Block. Haben Sie den Herrn Schwarzbaum nach diesem Krieg noch einmal gesprochen? Nein, sehr wenig. Haben Sie sich heute mit dem Herrn Schwarzbaum unterhalten? Nein. Nun, er wird Sie doch begrüßt haben, vermutlich. Naja, das ist ja mal so noch. Ja. Hat er Ihnen auch etwas erzählt von diesem Vorfall oder hatten Sie den selbst noch in Erinnerung? Nein, wir haben überhaupt über diese Sache nicht gesprochen. Über diese Sache haben Sie gar nicht gesprochen. Bitte schön. Herr Zimmermann, nochmal zurück zu diesem, auch hier vorne. Herr Zimmermann, nochmal zurück zu diesem Fall mit den beiden jungen Leuten, die sich schlagen sollten und sich nicht schlagen wollten. Ja. Wissen Sie, an was für einem Wochentag das gewesen ist vielleicht? Waren Sie an diesem Tag ausgerückt zum Arbeiten oder nicht? Nein. War es dann das ein Samstag oder ein Sonntag? Sonntag. Ist der Ehen etwas gesagt worden, ehe das losging, mit der Aufforderung an die beiden, sich schlagen zu sollen, ist etwas gesagt worden, dass jetzt irgendetwas veranstaltet würde? Nein. Ein Zirkus etwa? Das ist ein Theater, so genannt, ein Zirkustheater. Ich erinnere mich nicht ganz genau, wie die Ausdrücke waren, aber es war so ähnlich ein Unterhalt. Das war für Herrn Emil Bednarik eine große Freude, wenn er sowas... Hat er selbst gesagt, er wollte so etwas vorführen? Er hat es selbst gesagt. Er hat das gesagt. Ja, der Herr Bednarik. Ist noch eine Frage zu richten. Danke sehr. Herr Rüstemann, Herr Rüstemann, Eckert. Bednarek, stimmt das auch nicht? Nein, Herr Präsident, das ist nicht wahr. Sie können sich auch nicht erklären, wieso dieser alte Mann dazu kommen soll, so etwas zu sagen. Nein. Einfach aus der Luft zu greifen. Sehen Sie mal, die Zeugen kommen doch aus ganz verschiedenen Gegenden, nicht? Und trotzdem sagen sie uns alle das Gleiche aus. Die einen kommen aus Amerika, die anderen, die kommen aus Israel, jeder aus einem anderen Land und alle sagen dasselbe. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe keine Antwort. Herr Zeuge, bitteschön. In dem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage an den Angeklagten Barecki. Bednarik wurde vorhin gefragt, ob gelegentlich Zusammenkünfte der Blockältesten durchgeführt worden sind mit Belehrungen über ihr Verhalten gegenüber ihren Mithäftlingen. Er hat dann gesagt, das sei nie der Fall gewesen. Und wenn ich richtig gesehen habe, haben Sie daraufhin den Kopf geschüttelt. Haben Sie das anders in Erinnerung? Ich habe es nicht verstanden hier, Herr. Der Bednarik wurde vorhin gefragt, ob von Zeit zu Zeit etwa in Auschwitz Belehrungen für die Blockältesten durchgeführt wurden, wie sie sich gegenüber den Häftlingen verhalten sollten. Da hat er gesagt, das sei nie geschehen, das sei nie der Fall gewesen, hat die Frage verneint. Und daraufhin haben Sie den Kopf geschüttelt. Haben Sie das anders in Erinnerung? So viel ich in Erinnerung habe, ist nach dem Ausrücken gewöhnlich, morgens ins Kommando herausrücken, ja, eine halbe Stunde nachher ruft gewöhnlich der Lagerältester, ja? Ja. Blockältester antreten, ja? Und da hat er denen Instruktionen gegeben, was er denen gesprochen hat, das weiß man nicht. Das habe ich ja nie erfahren, aber... Ja, Sie sagen, er hat Ihnen Instruktionen gegeben. Ja, hat sie gesagt. Ja. Also müssen da alle antreten, ja, wie so eine Gruppe, einzelweise, ja? Und da hat er mit, also nach dem Block, da muss alles nach dem Block stehen. Block 1, also Block 3, Block 4, Block 5, nach 1. Da hat der Lagerältester denen... Ja, und was für eine Art von Instruktion hat er denn da erteilt? Ja, genau die Instruktionen vielleicht, die er von Alten gekriegt hat, oder von der Rapport hier. Das kann ich ja nicht sagen. Sie haben da nie zugehört. Ja, Sie müssen rechnen, bei uns der Lagerältester war ja kein... Ich sprach Sie nur deshalb, weil Sie vorhin so
ostentativ den Kopf geschüttelt haben, als er das gesagt hat, es sei nie der Fall gewesen. Ja, was er sich nie daran erinnern konnte, deswegen habe ich vielleicht so gemacht. Und Kaduk, wissen Sie da vielleicht noch was dazu? Aber ich will nur noch dazu was sagen. Ja. Sie müssen rechnen, wir hatten einen Lagerältesten, ja. Das war ja kein Häftling, das war ja ein Berufsverbrecher. Das war der Grüne Winkel. Zum Schluss, wenn es zu Ende ging, ja, kurz vor Weihnachten, haben die den Grünen Winkel abgeholt und haben sie mal Roten gegeben, ja. Was der Grund das war, weiß ich nicht, warum hat der Roten gekriegt. Vor dem Abmarsch, also 2-3 Wochen vor dem Abmarsch, hat der Rote Winkel bekommen, der Danisch. Und sonst war er Berufsverbrecher, das weiß ich. Ja. Herr Staatsanwalt, es war das Ausrechnen war gewesen um 6 Uhr. 6:45 Uhr. Nach 6:45 Uhr mussten die sämtliche Blockälteste mussten antreten am Block 24 an der Mauer. Mit den, und da kam der Lagerälteste und hat gemeldet den Schutzstafflagerführer. Und wir standen dabei. Und da hatte Block 1 keine besonderen Vorkommnisse. Block 2 haben sie gemeldet, Läuse. Block 3 wurden erwischt, Viere durch den Rapport Viere Kaduk beim Kartenspiel. Und da war so, da ging es durch bis zum Block 28. Ja, das waren die Rapportmeldungen praktisch der Blockältesten. Da war der Blockälteste dabei gewesen und da wurde bekannt gegeben, so und so schlechte Decken oder Verpflegung oder sonst dergleichen, war, da wurde immer alles aufgeschrieben war, und die haben dann bekommen. War. Und gab es da auch irgendwelche Belehrungen oder wurden die Blockältesten ermahnt, schärfer durchzugreifen oder wie ging das? Herr Staatsanwalt, wir hatten eine Stärke im Stammlager 16.000 Häftlinge. Davon waren gewesen. Menschen Geistlichen, es waren damals in Dachau so circa 300 inhaftiert. Macht darauf aufmerksam, wenn ich mich nicht durchsetzen kann gegen die Geistlichen, dann wird er mir ein Jahr KZ geben, dann wird er mir Gelegenheit geben, sich und das alles zu tun, um dass ich das auch erlebe, wie es hinterm Draht zugeht. Ja. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe mich betreffend Bekleidung von den anderen Lagern. Es war nicht nur in Auschwitz so, muss ich wieder betonen, es war auch in den anderen Lagern so, Außenlagern. Ich persönlich wandte mich nach Berlin an den damaligen Verwaltungsführer von der gesamten KZ, der gesamten Konzentrationslager. Persönlich. Das Schreiben ging nach Zweiler zurück mit dem Bemerken, ich habe mich am Dienstweg zu halten. Ja. Gut, ich setzte mich privat mit Holz, mit Firmen in Heilbronn. Ich möchte die Firma heute noch finden, wenn ich hingefahren wäre, sonst was. Die Firma hat mir tausende von Paar Schuhen angeboten. Von den Privatfirmen, wo die Häftlinge zur Verfügung standen, in den Rauen Alp, sonst was. Die hatten mir sämtliches, ich brauche nur einen Zettel haben, so und so viele Paar Schuhe erhalten, die Firma bezahlt, wird alles erledigt. Ich hatte Geld zur Verfügung, aber was hatte ich nicht? Einen lumpenden Papierfetzen, wo man draufgeschrieben hätte, 5000 Paar Schuhe für Häftlinge, hat es verweigert, Obergrund für Boy, unser Herrn in Oranienburg. Und uns schickt man von einem Lager zum anderen, bringt, schafft Ordnung, wenn du es nicht kennst, dann kommt er dahin, wo die anderen auch sind, hinterm Draht. Ja. Das hat mir Reichsführer angedroht, das hat mir Boy angedroht. Ich kenne die beiden Herren genau. Ja. Ich kenne sie genau. Und wo sind die Herren? Wo sind die? Ich möchte nicht aufzählen, Herr Präsident, da ist der Platz zu klein hier, um die unterzubringen, die vor uns standen, die die Befehle erteilt haben. Daut Merken hat mir Bohl, gab mir zur Antwort, Hofmann, wenn Sie das nicht schaffen, hier in Daut Merken Ordnung zu bringen, da bringe ich Sie dahin, sage ich, Obergruppenführer, ich bringe Ihnen einen Befehl. Vor 14 Tagen habe ich einen Befehl verhalten mit der Unterschrift Pohl Obergruppenführer. So war ich hier stehe, das kommt woanders zur Sprache. Aber ich möchte es mit anführen, wie es überall war. Nicht nur in Auschwitz, auch überall. Wie es von oben runter, von Oranienburg aus befohlen wurde. Wenn Sie hier keine Ordnung schaffen, sage ich, Obergruppenführer, ich habe vor 14 Tagen einen Befehl bekommen mit Ihrer Unterschrift. Ich habe mit der Bekleidung, was ich auf Lager habe, habe ich auszukommen. Was hatte ich auf Lager? Nichts hatte ich auf Lager. Ich organisierte mir eine alte Nähmaschine, ja, ging auf die Landratsämter, ging betteln, weil ich es von meinen Dienststellen nicht bekommen habe. Ja, diese Landratsämter, Hechingen, Balingen, alles mögliche, die haben es auch abgelehnt. Ja, wir können auch vom Privathaushalt nichts wegziehen, habe ich verstanden. Nach langen Himmeljahren habe ich halt doch was bekommen. So war es mit Verpflegung und so war es mit allem. Ja, wir standen da, ja,
Sie haben die Hände gebunden, ihr müsst ihm einfach zurechtkommen, wie ist egal. Ja. Bekleidung bekam er keine, kommt aus, seht zu, wie ihr zurechtkommt. Stroh bekam er keine, Decken bekam er nicht und so ging es am laufenden Band. Es kamen Häftlinge an vom Arbeitseinsatz, das ging nicht durch unsere Hand als Lagerführer in den Außenlagern, sondern nein, das ging vom Arbeitseinsatz Oranienburg mit den Privatfirmen, ging das telefonisch per Schreiben, wo wir nichts erfahren haben. Der eine Lager meldete, ich habe heute 50 Häftlinge zu viel, wir mussten jeden Tag unseren Rapport abgeben. 50 Häftlinge habe ich heute zu viel. Moin kam schon ein Schreiben, die 50 Häftlinge sind dahin zu bringen. Freilich, 50 Häftlinge hatte ich zu viel gehabt. Ich habe 50 Häftlinge abgeben müssen. Das gestehe ich, dass ich da nicht die 50 besten Häftlinge abgegeben habe. Das gebe ich zu heute. Jawohl. Warum? Ich gebe doch nicht die Beste, wenn ich Häftlinge abgeben musste. Wenn ein anderer Häftlinge abgeben musste, und ich habe zum Beispiel zu wenig gehabt, der hat mir auch nicht die Besten geschickt, aber die Schlechtesten geschickt. Und so ging es umeinander. Und so wurden, auf Deutsch gesagt, die Häftlinge aufgearbeitet. Ja, da waren nicht wir schuld in den Außenlagern. Nein, das waren die Herren oben schuld, die nur alles am Büro gemacht haben, auf dem Schreibtisch, nur mit ihrem Papier und mit dem Telefon hier in der Hand. Die Herren waren schuld. Ja, die haben das alles gemacht. Maurer, und ich möchte die ganzen Herren gar nicht alle aufzählen. Ich erwähne noch einmal, hier ist kein Platz, dass man die Herren unterbringt, die vor uns standen und die das befohlen haben und die das angeschafft haben, wo wir halt wie uns 20 Mann hinstellen müssen. Ja. Ich gehe von hier aus weiter, das ist mir egal, was geschieht. Ja, Herr Rechtsanwalt Trabe, wir wollen jetzt erstmal den Zeugen hier zu Ende hören bzw. ihn vereidigen. Nicht daher können Sie noch Ihre Fragen stellen. Werden bezüglich der Beeidigung dieses Zeugen Anträge gestellt? Nein. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja.